Ein weiterer Klimafeind, Abgase. Doch auch dieses Problem soll jetzt mit unkonventionellen Methoden bekämpft werden. Angeblich besteht dieser Treibstoff nur aus Luft. Für 25 Cent pro Liter soll man damit sein Auto fahren können. Unsere Reporterin Anna reist nach Toronto in Kanada, um sich das Auto anzusehen, das laut Internet-News nur mit heißer Luft fährt. Hat in Kanada tatsächlich jemand den Treibstoff der Zukunft erfunden? Für 25 Cent pro Liter? Glaube ich nicht. Nur mit Luft? Kann ich mir nicht vorstellen, aber es wäre großartig. Gäbe es wirklich einen Treibstoff, der aus Luft statt aus fossilen Brennstoffen besteht, würde das eine umweltfreundlichere Zukunft bedeuten. Autos, die ohne CO2-Ausstoß fahren? Klingt zu gut, um wahr zu sein. Ob es wahr ist, weiß Roger Gordon. Seit 2000 tüftelt er an einer Alternative zu herkömmlichem Treibstoff. An Benzin, das zu 100% umweltfreundlich ist. Ich nehme nicht an Protestmärschen teil. Also tun manche Menschen sicher mehr für die Umwelt als ich, denn sie sind bei den Protesten dabei. Das ist meine Art zu helfen. Und ich habe eine Menge Geld dafür gezahlt. Und das hat er in seine Erfindung gesteckt. Ein Auto, das angeblich nur mit Rogers Luftbenzin fährt. Auf den ersten Blick sieht es ganz normal aus, mit einem Unterschied. Der Tank ist immer dabei. Aber was steckt drin? Ist es wirklich nur Luft? Wir nehmen Stickstoff aus der Luft und Wasserstoff vom Wasser und kombinieren sie mit Hitze und Druck. Das kommt dann in diesen Tank. Damit fahre ich mein Auto für 25 Cent pro Liter, ganz ohne Kohlenstofftreibstoff. Aber das Auto wird nicht nur mit Luft angetrieben. Doch auch eine Kombination aus Luft und Wasser ist eine Ökorevolution. Ist das für jedermann machbar? Ich mache die Motorhaube auf. Da sieht man den Umbau, der nötig ist. Bisher ist Rogers Auto das einzige, das mit seinem Gemisch angetrieben wird. Doch geht es nach Roger, soll sich das bald ändern. Die Umwandlung ist ziemlich einfach. Der Luft-Wasser-Treibstoff aus dem Extratank kommt durch diesen Schlauch hier. Und wenn man es braucht, kann der Computer es wie normales Benzin in den Ansaugstutzen einspeisen. Also nur zwei kleine Änderungen am Fahrzeug, dann funktioniert das Luft-Wasser-Gemisch wie regulärer Treibstoff. Auch der normale Benzintank bleibt im Wagen und kann als Alternative genutzt werden. Doch fährt das Auto wirklich mit dem Luftbenzin? Es fährt. Mit 20 Litern kommt Roger rund 150 Kilometer weit. Mehr als ein Drittel weniger als mit herkömmlichem Benzin. Dafür ganz ohne CO2-Ausstoß. Warum fahren also nicht alle nur mit Luft und Wasser? Das erste Problem, es gibt keine Tankstellen. Roger bekommt sein Benzin von der Universität Ottawa. Hier wird der Ökotreibstoff hergestellt. Nachdem Roger die Idee hatte, hat Haris Isha jetzt übernommen. Er arbeitet weiter an der Wundermaschine, die Rogers Biobenzin produziert. Hat der wirklich recht? Fährt das Auto nur mit Luft und Wasser? Wir machen hier Wasserelektrolyse. Mit Hilfe von Elektrizität gewinnen wir den Wasserstoff aus dem Wasser. Die zweite Zutat ist Luft aus diesem Zimmer. Aus der wird der Stickstoff gezogen. Und hier kommen die beiden Zutaten zusammen. Getrennt voneinander komprimieren zwei Pumpen Wasserstoff und Stickstoff. Im nächsten Schritt vermischen sich beide miteinander, bevor das Gemisch noch einmal komprimiert wird. Im Reaktor treffen sie auf einen Katalysator, der eine Reaktion auslöst. Ein Stickstoffatom und drei Wasserstoffatome werden zu Ammoniak. Hier ist ein Hahn. Und wenn ich dran drehe, kommt das Ammoniak heraus. Da ist er. Treibstoff, hergestellt ganz ohne fossile Brennstoffe.
Er funktioniert ganz ähnlich wie Wasserstoff in Wasserstoffautos. Doch Rogers Ammoniak ist sicherer, umweltfreundlicher und günstiger. Roger zahlt tatsächlich nur 25 Cent pro Liter. Doch es gibt zwei große Probleme. Erstens, pro Tag werden nur rund 500 Liter Treibstoff produziert. Zu wenig, um eine weitreichende Alternative zu sein. Zweitens, die Idee ist noch nicht zugelassen. Daher gibt es auch nirgends Tankstellen. Und so fährt erstmal nur Rogers Auto mit Luft und Wasser.